Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Kassel am Dutch Oven macht mit Rotkohl und Kartoffeln. Die Zutaten, die dazu benötigt sind, 2 Kilo Kasselnacken haben wir jetzt hier. Ich habe gerne noch mal Paprika außenrum, das mache ich nachher noch und schneide es dann in Scheiben. Und ungefähr so 400 Gramm Kartoffeln, das wird reichen für heute. So, dann fangen wir mal an, die Paprika auf das Fleisch zu machen. Und ihr fragt euch sicherlich, warum ich dazu Rotkohl mache und kein Sauerkraut. Seit ungefähr 15 Jahren esse ich das mit Rotkohl und ich möchte nichts anderes mehr haben. Das ist so lecker damit. Ihr müsst es einfach kosten, um euch eine Meinung zu bilden. Das hebt sich so schön beides voneinander ab. Jetzt reicht doch hier bloß die Oberseite, weil das ist die Seite, die wir nachher auch dann aus dem Rotkohl haben rausstehen. Das brauchen wir nicht lange einwirken, können wir gleich anfangen, ich sag mal, fingerdicke Stücken zu schneiden. Da ist wieder wichtig, ein scharfes Messer. Schreibt euch in die Kommentare, ob ihr das mit Rotkohl kennt oder überhaupt nicht kennt, noch gar nicht probieren wollt. Ich esse es nicht mehr anders und kann es euch nur empfehlen. Ich mache das jetzt hier zu Ende und dann sehen wir uns, wenn es an die Kartoffeln geht. Die Kartoffeln werden geschält. Da zeige ich euch wieder ein, zwei und dann denke ich, das ist klar, wie man die schält. Vorzugsweise Sparschäler, geht schneller. Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das Schälen der Kartoffeln ist jetzt schneller gegangen als gedacht. Die letzte mache ich jetzt noch hier. Dann können wir auch schon den Dutch Oven belegen mit, naja, ich sag mal in Schichten. Fleisch, Rotkohl, Fleisch, Rotkohl. Ich zeig's euch einfach. Wir legen zu gleichen Teilen Rotkraut und Fleisch rein, geben dann noch ein bisschen Wasser zu, dass das nicht so trocken ist und unten dann anbrennt. Ihr könnt den Dutch Oven auch hinlegen, das ich sag mal, schichtet sich dann vielleicht auch besser, aber ich mache das so. Unten ruhig ein bisschen was hin, dass das Fleisch nicht direkt auf dem Boden liegt. Habt ihr eigentlich schon abonniert? Oder wenn es euch gefallen hat, ein Like da gelassen? Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es generell anders machen würdet oder gar nicht so machen würdet.
Kohlen sind jetzt auch schon durchgeglüht. Das gucken wir uns gleich mal an. Dann gießen wir noch ein bisschen Wasser auf. Und ruhig gelegentlich dann mal reingucken. Das Ganze, würde ich jetzt erstmal sagen, bleibt 3 Stunden drin. Zwischendurch nehme ich euch mit, wenn ich mal reingucke. Vielleicht muss ich Wasser nachfüllen, weil es rausgeht. Das gucken wir uns an. Die Kohlen sind heiß. Stellen wir unseren Dutch-Ofen drauf. Deckel drauf. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das erste Mal reingucke. So, oben habe ich jetzt 6 Briketts drauf. Und die Kartoffeln, denke ich mal, mache ich erst 1 Stunde vor Abschluss rein. Das schaue ich mir dann mal an, wie weit das Fleisch ist. Und dann entscheide ich das. 1 Stunde ist um, wir gucken mal rein. Hört ihr die Geräusche? Achtung! Dieser Geruch. Wahnsinn. Gut, geben wir ihm noch ein bisschen Zeit. Guckt euch das an. 2 Stunden sind um. Wir gucken noch mal rein. Dieser Geruch. Ja, also ich würde sagen, jetzt kann auf jeden Fall können die Kartoffeln rein. Das mache ich jetzt mal. So, Deckel geht drauf. Nach einer halben Stunde gucke ich noch mal rein wegen den Kartoffeln. Und dann nehme ich euch wieder mit. Wir haben vorhin schon mal reingeguckt. Das reicht jetzt auch. Also nichts mit 3 Stunden. Mal den Deckel mal ab. Ich gehe mal davon aus, dass das Fleisch ein bisschen dünner geschnitten war und deswegen das jetzt doch schneller ging oder halt die Kohlen einfach bloß mega gut sind. Nach jedem Dutch-Ofen nutzen oder grillen wird gekostet. Darauf freue ich mich immer am meisten. Das ist genau richtig. Also 3 Stunden wäre echt zu viel gewesen. Super lecker. Falls ihr nicht gesehen habt, wie ich den Rotkohl gemacht habe, durch meine anderen Videos an. Wow. Oh, ich muss gleich ausmachen. Lecker. Einfach nur lecker. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, macht das bitte. Lasst einen Daumen hoch. Wohlwollenden Kommentar. Was würdet ihr anders machen im Rezept? Und bis dann.